Spiel mich ins Smelter gelandet. Ist das widerlich? Nein, ich reg mich nicht über die Kleinigkeit auf. Ich tue nur so. Das ist die Kunst. Läuft's da unten eigentlich? Na gut, wir haben fast zwei Eimer. Wie viel brauchen wir? Einen. Warum machen wir zwei? Zur Sicherheit, weil eben ging's ja auch nicht. Okay. Aha. Aha. Ah. Unser lieber Planter ist so stur und egoistisch, dass er nur mit Gras arbeiten kann, das er selbst getillt hat. Ah ja. Das heißt, ich werde ihm jetzt kurz die Powerzufuhr klauen. Und das ganze Gras wieder detillen, das heißt abbauen und neu setzen oder drüber hüpfen. Nein, das hat bei mir auch ohne geklappt. Also... Der arbeitet auch mit bereits gesetzt. Bei mir nicht. Ich versuche es jetzt nochmal so und wenn es dann klappt, dann weiß ich, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, dann versuche ich es nochmal mit normalen Weizen und wenn es dann nicht klappt, dann erschieße ich dich. Mich? Wieso okay. Mich? Weil du gerade okay. Da bist. Okay. Oh, okay. Kann ich mitleben? Weiß, dass ihr mich lieb habt. Dick, sei frei. Da ich die ganze Erde nicht verlieren will, weil ich hier drunter keine Plattform habe, hüpfe ich wirklich einfach die ganze Erde jetzt. Ja. Ist noch 1,91. Wie 1,91? Eimer pinker Schleim. Ja, hast du trotzdem nochmal einen pinken Schleimeimer, oder? Einen. Jo. Ja, dann mach doch nochmal. Mach du diesmal. Mit mir klappt das ja so schlecht. Hast du es bis jetzt wie oft schon gemacht? Einmal. Okay, dann komm her. Ich bin hier gerade bei unserem tollen Bottichhalter hier. Ja, ich brauch erstmal einen Eimer. Achso, ich hab einen Eimer, Moment. Fuck, jetzt weiß ich nicht, wo ich liegen. Da. Sag Bescheid, ich hüpfe derweil weiter Feller kaputt. Jo, ich bin gleich da. Vor allem, wenn man selbst mit irgendwelchen... Ich bin jetzt da. So. Okay, diesmal... Hi, Pink Slime. Okay. Wie viel brauchst du davon eigentlich? Erstmal nur einen. Da ist ein Enderman jetzt bei mir, mein Gott, drin. Oh, Leute. Sich vom Regen schützen. Jetzt fährt er weiter. Hau... Alter, jetzt hat er mir das Minecraft geklaut. Ich glaube, ich spinne. So eine verdammte... Alter. Das kann ja echt nicht sein. Fehlkonstruktion. Ja. Aber sowas von... Ist doch wohl ein Witz hier. Hatten wir einen Laser eigentlich schon? Oder wie war das? Oder hatten wir davon eigentlich irgendwas schon? Zweifel ist du ganz dezent. Keine Ahnung. Also ich habe nichts gebaut davon. Oh, ich will sie aus Glas bauen.
Überall diese dreckigen Endermänner. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, mache ich das, bis die Kühe ausgewachsen sind. Und so viele Köpfe. Kasivas wollen nur einen Precharger haben fürs Erste, ne? Keine Ahnung. 6 Harden Glass, 3 Illuminators. Harden Glass. Haben wir das da irgendwo rumliegen oder hat das gerade wer dabei? Ich habe Harden Glass dabei. Und wir haben es noch rumliegen. Yay, Black Pearl Ring. Jetzt kannst du einen Chef befehligen. Ja. Wo bist du eigentlich? Hol dir deine blöden Sachen gefälligst selber ab. Ja. Wo bist du da? Sechs reichen. 28 kriegst du. Ach gut. Aha. Was? Er kann einfach, oder hat nicht verarbeiten, wie es scheint. Okay. Oh! Wieso heißen die eigentlich so komisch? Org.bouncycastle.crypto und so weiter. Was denn? Was soll denn? Ich sehe gerade den Crashlog im Hintergrund. Bouncy Castle ist ein Mod-Hersteller. Echt? Die generelle Struktur ist immer, dass als erstes Nationalität oder Internet-Domain Top-Level-Domain kommt. Okay. Genau. Org. Name des Autors und dann Name des Mods und dann erst der Code. Ich kann nicht joinen irgendwie. Reach end of stream, ja. Hast ihn wieder angestellt. Oh Mann, ey. Oh Mann. Aber aus irgendeinem Grund kann ich... Ach, ich weiß warum. Ich bin ja auch doof. Was? Der kann ja gar keine Salatköpfe pflanzen. Der pflanzt Salatsamen, das ist ja extra. Das ist ja nicht wie bei Möhren oder so. Cool. Ich kann jetzt noch höher springen. Aber... Doch, man kriegt ja auch wieder Samen daraus, das passt dann also schon. Alle extra Samen kann ich noch dumpen, theoretisch tue ich aber nicht. Ganze blöde Mühe umsonst. Bei 12 Glowstone. So, die Plante Harvester-Kombi läuft. Ah, ich find's schön. Energized Glowstone wird auch im Tank von oben aus angezeigt. Ja, echt? Logisch. So cool. Hm? Ich glaub, so viel haben sich die Mod-Autoren da schon Spaß dran gemacht. Ah ja. Haben wir noch irgendwo Salatsamen? Denn wo? So, jetzt ist Frank da. Jetzt sehe ich auch, dass alles vernünftig läuft. Hui, was war das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Danke für die schnelle Antwort. Disconnect in that reason. Komisch. Das heißt also nein, okay. Was denn? Das heißt, wir haben keine Salatsamen mehr da. Nee. Wir haben so viel Salat da. Warum Samen? Raus. Ja, du kannst Samen draus machen, einfach nur benutzen. Ach so, das. Boah, Leute, Leute. Ja, sorry, ich, die ganzen. Nur Anfänger hier, ohne Witz. Nee. Nicht nett. Nicht nett. Er weiß doch, wie es meint.
Und zwar ernst. Eben. Aber ich wusste echt nicht, dass die ganzen Hangar-Teile da, dass die wirklich sich einfach so umwandeln lassen. Ja, habe ich auch letztens so ausgefunden. Macht beim Salat auch wirklich keinen Sinn. Weil Salat leider keine Samen mehr enthält. Mhm. Ja, da geht's halt komischerweise. Das ist ein besonderer Salat. Samensalat. Nee, das klingt jetzt falsch, aber... Ja. Ne? So, 5 Samen no brauche ich noch. Comment. Gut so. Ein ist das nicht witzig, dass No Comment praktisch ein Kommentar ist? Ja. Hm. Hätte einfach nur deine Klappe halten müssen. Nein. So einfach. Das wäre dann kein Kommentar gewesen. No Comment. Was? I'm not commenting this comment. Ja. Because I just did. Genius. Genius. Eben. A genius. Ich hätte die 5 auch selber pflanzen können, aber nein, das muss unbedingt der Planter machen. Pflanz sie doch selbst. So, die Combo läuft. Combo. Ach, das Ding braucht Conductance Coils, ganz was Neues. Boah. Ich überleg grad, wir haben so viel Energie eigentlich übrig, oder haben wir Energie übrig oder haben wir nicht Energie übrig? Wir haben Energie übrig. Wir könnten Energie übrig haben. Perfekt. Hattest du nicht ganz, ganz viel hier da von dem Elektrumzeug gemacht? Mhm. Wo ist denn das alles hin? Wo wohl? Ach so, ja, das habe ich im Inventar. Ja. Hm. Haben wir da noch kein Fach für? Hatten wir mal. Hatten war's leer. Wir mal. Okay, dann mache ich sie hin. Gut. Krass, ich hätte einfach ein Smaragd-Upgrade da reinhauen können, theoretisch. Ja. Mit, ist halt Enderium-Ingrid, ne? Also unglaublich teuer, aber... Dann hätte ich einen Radius von 11 gehabt. Da die geraden Zahlen nicht zählen, warte mal kurz. Wäre das ein Umkreis von 22, glaube ich? Ach, Enderium, das ist jetzt nicht so schwer. Brauche ich aber nicht, ich habe einen Umkreis von 9, das ist im Moment in Ordnung. Warum schmelzen wir eigentlich Glas in das Smeltery? Laser Drill Precharge, weil es dann Glas gibt. Achso. Ja, weil ich die Smeltery jetzt mal benutzen muss. So, Frage ist klar, wo soll der Laser hin? Irgendwo, wo Platz unten ist. Haben wir noch irgendwo rohes Plastik rumliegen? Ja. Hier irgendwo. In der Kiste über dem Ofen. Also über dem Redstone-Ofen. Nein. Doch. Ach, Redstone-Ofen, wo ist der? Bei den anderen Thermal-Expansion-Geräten. Okay. Hat der Laser eigentlich irgendeinen Radius, wo man aufpassen muss? Oder ist es einfach nur einmal gerade unter? Der geht gerade runter, aber du darfst ja nicht in den Strahl reingehen, sonst bist du hin. Gut, das ist klar. Und dieser Precharger muss einen Block weit weg, also muss einen Block dazwischen frei sein. Na gut, das weiß ich. Da ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein Strahl und da darfst du, glaube ich, auch nicht rein. Und die Itemausgabe ist oben, also es ploppt oben so raus. Okay, haben wir eine möglichst große Kiste. Nebenbei, darauf kannst du nicht mit Nein antworten. Ach, der Strahl macht nichts. Okay. Aber es ist noch kein erst wenn er arbeitet. Ja. Okay, trotzdem brauchen wir jetzt erstmal eine möglichst große Kiste, irgendwie Diamant oder so. Und ein Hopper, glaube ich. Ein Vakuum-Hopper. Nee, ich glaube, ein Eisensack reicht. Weiß nicht. Bei mir hat es nicht geklappt. Vielleicht war es nur ein Bug. Beziehungsweise, Markus, hast du zufällig noch ein paar von den Variables? Die habe ich in den Chest gelegt. Okay. 16 Stück waren das noch. Reicht. Wir brauchen 2 oder 3. Ja, die liegen da irgendwo in den Chest. Oh, das sind nochmal Herz-Upgrades. Echt? Jo. Ach, die Herzen. Ich dachte, die gelben da. Ja, das ist ja ein gelbes hier unten. Wo? In der untersten Strongbox. Ach, das war Franks. Oh, ja, das brauche ich auch noch. Ah, okay, war. Nein, ist Franks. Okay. Gut, danke. So, gut, dann ein... Hopper und irgendeine möglichst große Kiste.
sieht's hier aus? Brauchen wir die Diamantkiste noch? Ja, brauchen wir noch. Gut. So, ich glaube, Gold reicht fürs Erste, oder? Kann gut sein. Oh. Oh. Ja, der Schmuck, der lohnt sich. Soll ich euch auch reinmachen? Was hast du denn jetzt gemacht gerade? Also gerade habe ich einen Schmuck bekommen. Da mache ich mit Faustschlägen mehr Schaden und vergifte Leute. Mach, ist das random Schmuck, den du da herstellst, oder? Ja, das ist so wie Vanilla Enchanten. Oh, cool. Dann kann ich meinen dann gleich selber machen. Ja, klar. Ich kann dir dann erklären, wie es geht. Klar, Moment. Braucht denn Ezzadul eigentlich unbedingt so einen Fokus? Glaube ich nicht unbedingt, nee. Aber wäre von Vorteil, glaube ich. Boah, darf ich das mal bei wem ausprobieren? Ich will am besten ja. Jemand mit Rüstung. Hab Nein. Ich nicht. Kirby? Nein, meine Rüstung ist scheiße. Das macht nicht viel Schaden. Das ist bloß Faust. Vorsicht. Und Gift. Warte mal kurz, okay. dann block ich mal, okay. Okay. Hab ich, macht so... ich hab's gerade gehört, ja. Was? Das macht so ein Punch-Geräusch. Geil! Gut, noch dann mal. Lass mich mal enchanten. Okay, okay, mach. Ja. Wenn du unbedingt willst. Das Geräusch! Das ist cool. Also, das dauert aber ein bisschen, so einen Schmuck herzustellen. Sehr lang, oder? Es geht. Okay, dann passt. Du musst hier, in der Chest sind jetzt schon ein paar Perlen. Okay. Die Farbe ist egal, oder? Die Farbe ist komplett egal. Nämlich ein blauer. Und dann das Einfachste, was du machen kannst, ist ein Ring. Das ist einfach 7 Iron in Cauldron-Form und hast die Perle oben. Hast du auch einen Ring gemacht? Ja, mit Iron oder mit Gold kannst du es machen, egal. Okay, nehme ich Eisen. Haben wir hier irgendeinen... Wer will kurz beim Laser zusehen? Ja. Ah jo. Obwohl, kurz Moment gleich. Gleich da. Jo, bin auch da. Ach, wenn du in die Milch reintauchst, gibt das Haste. Voll nett. Ja. Das wird, glaube ich, so nicht klappen. Wird das nicht? Ich glaube nicht, ne. Wie kommt's? Weil über dem Laser Drill etwas ist und da droppt der nicht raus. Also gibt der nichts aus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei dem Conveyor Belt so ist. Conveyor Belt sollte nicht klappen. Da kann man doch einfach einen Chest draufstellen, oder? Nee, dann gibt der auch nichts aus. Wobei, es kann funktionieren. Ich weiß nicht, wie die Updates jetzt verlaufen sind. Könnte man theoretisch nicht einfach da noch einen Vacuum-Hopper hinpacken? Das habe ich ja gesagt. Das habe ich auch gemacht. Der hat immer noch keine Energy. Ich glaube, der braucht selbst Energy. Warte. Oder? Doch, ich hier. Weiß, der kommt. Lädt jetzt auf, glaube ich. Jetzt arbeitet er, ja. Sehr langsam, aber. Ja, das ist normal bei einem. Und der meint jetzt in den Nether, oder wie? Der meint jetzt überall hin. Beziehungsweise. Und wie sag ich dem das? 10 wartest. Aus. Aber der zieht Energie ohne Ende, ne? Ah ja. Übel. Noch nicht mehr ein Teil gemeint, ey. Das ist brutal. Jo. Wir brauchen definitiv einen Resonant Energy Cell. Oder auch 2. Die wird auch nicht viel helfen. Ja, 3, 2,
1 und es geht los, theoretisch. Goal. Okay. Okay, also eigentlich können wir uns das Ganze ein bisschen sparen. Au. Bist du in den Laser gelaufen? Bin ich wohl. Darf ich dich fistpunchen? Nein, du darfst mich nicht fisten. Und ich hab gerade Wasser gehabt. So, können wir es weitermachen? Ich habe jetzt hier ein Unworked Blooper Ring. Okay. Ja, genau. Und jetzt kommst du mit. Hatte ich vor. Da hinten ist so ein Einwill, so ein eigener. Einwill? Warte. Ich sehe ihn ja hier. Ja, genau. Blacksmith Anvil. Genau, und dann. Das kannst du ja auch mir machen lassen, wenn du willst. Dann musst du so einen Hammer nehmen und dann draufhauen. Das soll ich dir schnell machen? Das mache ich. Du brauchst circa 200-300 Schläge. Mach du mal. Hab ich mir gedacht. Ich meine, wenn du da echt schnell mit einem. Ja. Dein Mod. Hey, gib her. Ups. Ist noch nicht fertig, jetzt ist fertig. Jetzt kannst du noch rausnehmen. 200 Schläge in 5 Sekunden. April Iron. Und jetzt kannst du da drüben, da ist so ein Spiegel drin. Ja. Den nimmst du mal raus und machst mal Rechtsklick. Ah. Ja, dann hast du gleich ein Enchantment-Ding und ein Anzieh-Ding. Also musst du dann erst enchanten mit Level 5. Oder mit 5 Leveln. Mehr als 5 Level geht auch nicht, ne? Da braucht man dann besseren Spiegel für. Ja. Aber der ist teuer wie Sau. Okay, ich hab einen und das passt. Mehr kann man auch nicht machen, oder? Hast du den jetzt enchanted? Ja. Was ist das für ein Enchantment? Keine Ahnung, muss man den vorher erst anziehen oder kann man ihn einfach so halten? Das reicht. Was braucht man denn da? Den muss man, also, muss man anziehen. Was für ein Spiegel haben wir denn momentan? Im Schlechten. Wo zieht man den denn an? Mit dem Spiegel. Achso, wie zieht man den mit dem Spiegel denn bitte an? Du hast ja links 3 Felder und ein anderes. Die linken 3 sind da 1. Achso. Und was hat denn der für ein Enchantment? Dann kann ich dir sagen, was es macht. Leapfrog. Also Laubfrosch. Ja, okay. Kannst, wenn es die Steuerung gedrückt hältst, kannst du höher springen. 2 Blocks oder 3. Okay. Geil. Ja, aber Magic Mirror müssen wir auch eigentlich hinbekommen. Ganz ehrlich, das ist zwar jetzt nichts unbedingt Geiles, aber es ist unglaublich praktisch. Gerade für diese Map hier. Alter! Was? Naja. Man kann ihn hinkriegen, aber er ist teuer. Komm schon immer dahin, wo ich stehe, ne? Diese drecksverfickten Viecher da, ey. Ich glaube, wir machen langsam mal Schluss, bevor das noch ausartet. Hey, sorry, ja, das ist. Wäre eine Idee, ja. Na dann. Ich dachte langsam, okay. Alle gleich tschüss. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Mal eben schnell. Tschö. Per E-Mail. Tschüss.